Hey, es ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir in unserem Expert Advisor Positionen schließen können, um dann auch wieder Platz zu machen für neue Positionseröffnungen. Also bisher haben wir hier diesen Expert Advisor geschrieben, der im Tester auch schon ganz gut anläuft und hier Positionen eröffnet. Das ist noch die letzte Position. Der eröffnet aktuell immer um 12 Uhr eine Position und zwar eine Kaufposition, wenn der Kurs über dem Moving Average ist und eine Verkaufposition, wenn der Kurs darunter ist. Jetzt wollen wir aber auch natürlich dafür sorgen, dass Positionen geschlossen werden, weil bisher ist das nicht der Fall. Bisher werden Positionen nur eröffnet, aber nie wieder geschlossen. Das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Wir schauen also mal wieder in unserem Plan. Und dort steht, wir wollen über den Moving Average schließen. Also wir wollen den Moving Average nutzen, um Positionen zu schließen. Und dafür können wir jetzt hier bei diesem If-Statement hier haben wir geprüft, if, also wenn der Wert in der Ticket-Variable kleiner oder gleich 0 ist, dann wollen wir prüfen, ob wir eine Position eröffnen können. Wenn das nicht der Fall ist, also else, dann wollen wir prüfen, ob wir eine Position schließen müssen, weil dann ist ja scheinbar der Ticketwert größer als 0. Das heißt, wir haben eine offene Position. Okay, also hier prüfen wir jetzt als allererstes mal if order select, also ob wir eine Order selektieren können, und zwar anhand von dem Ticket. Das kann man angeben, indem man ein Ticket angibt und dann select by ticket schreibt. Wenn das erfolgreich ist, dann hat man einen Trade oder ein Trade eigentlich in der Zwischenablage. Man sieht das hier auch, man kann das nachlesen in der Dokumentation. Man hat sozusagen einen Trade in der Zwischenablage und kann dann mit diesem Trade arbeiten. Genau, hier oben steht es im ersten Satz. Und mit diesem Trade arbeiten bedeutet, dass man dann auf bestimmte Werte von diesem Trade zugreifen kann. Die sind hier auch alle angegeben, zum Beispiel den Order-Eröffnungspreis, den Order-Open-Preis, das Order-Ticket und so weiter und so fort. Und man kann zum Beispiel auch überprüfen, man kann zum Beispiel auch überprüfen, ob die Order eine Kauf- oder eine Verkaufsposition ist, indem man einfach prüft, if Order-Type. Und OrderType ist eine Funktion, die von dem zuletzt selektierten Trade quasi diese Operation zurückgibt. Also jetzt OPBuy oder OPSell. Das heißt, wir können einfach prüfen, ob der OrderType OPBuy ist. Und wenn das der Fall ist, dann wollen wir ja prüfen, ob der Kurs gerade unter dem Moving Average ist. Weil wenn das der Fall ist, dann wollen wir diese Position ja schließen. Das können wir machen über OrderClose. Das ist wieder eine Funktion, die eine Position schließt. Und zwar wollen wir die Position mit dem Order-Ticket, was in der Variable Ticket ist, gespeichert ist, wollen wir schließen. Wir wollen alle Lots schließen, das heißt, wir geben die kompletten Order-Lots an, die man übrigens bekommt über diese Funktion Order-Lots. Also wieder die Lots der aktuell selektierten Order, das ist ganz wichtig. Das sind nämlich immer die, die man zuletzt über eine Order-Select, über den Order-Select-Aufruf selektiert hat. Genau, und dann der Preis, zu dem wir schließen wollen, ist natürlich der Bid-Preis, weil wir eine Kaufposition schließen. Die Slippage geben wir mal mit 1000 an und den File können wir mal gelb machen. Wenn das Ganze erfolgreich war, dann können wir die Ticket-Variable wieder auf 0 setzen, weil wir haben ja keine offene Position mehr. Okay. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge verschachtelte If-Anweisungen, kann man aber einfach von oben nach unten durchlesen sozusagen. Das heißt, hier fangen wir mal hier oben an. Er wird als allererstes quasi bei jedem Tick prüfen, ob der Ticketwert kleiner oder gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, dann macht er diesen Order-Öffnungsprozess, haben wir letzten Mal schon besprochen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Ticket größer als 0 und dann geht er hier in diesen Else-Block rein und da prüft er als allererstes, ob er eine Order selektieren kann. Wenn er das schafft, dann prüft er, ob der Order-Typ OPBuy ist. Wenn das der Fall ist, dann prüft er, ob der Bid-Kurs unter dem Moving Average-Wert ist. Und wenn das der Fall ist, dann prüft er, ob er diese Position schließen kann. Und wenn er das geschafft hat, dann setzt er das Ticket zurück auf 0. Und wir können jetzt hier mal schauen, wenn das Ganze keine Kaufposition ist, dann schreiben wir hier hinter dieses If-Statement
was ja hier unten, man sieht das immer an den markierten Klammern, aufhört, schreiben wir eine Else-If-Bedingung, wenn der Order-Typ Typ OP-Sell ist, dann wollen wir natürlich ausschließen, aber wir prüfen jetzt, ob der Bid-Kurs größer ist als der MA-Wert. Wenn das der Fall ist, dann wollen wir wieder prüfen, ob wir diese Order schließen können, und zwar die Ticket-Order mit den Order-Lots zum Ask-Kurs diesmal, weil wir eine Verkaufposition schließen. Der Pfeil kann aber meinetwegen auch gelb sein. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir die Ticket-Variable auf 0 setzen. Gut. Schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert hat. Und zwar im Tester. Ich lasse es jetzt laufen und ich werde jetzt mal hier diesen blauen gleitenden Durchschnitt wieder auf, ich nehme mal den roten gleitenden Durchschnitt, werde ich jetzt auf 50 Perioden setzen. Also das ist jetzt der Durchschnitt, den wir uns anschauen müssen. Und, hier sieht man jetzt auch, was passiert. Und zwar folgendermaßen, wir haben hier 12 Uhr, das ist unser Trigger-Zeitpunkt quasi, wo der EA als erstes mal überprüft, sind wir oberhalb von dem gleitenden Durchschnitt oder unterhalb von dem gleitenden Durchschnitt. Wir sind oberhalb von dem gleitenden Durchschnitt, das heißt, wir machen eine Buy-Position. Bisher nichts Neues, das kannten wir schon. Jetzt kommt der Kurs hier runter und an dieser Stelle, bei dieser Kerze, wird dann der gleitende Durchschnittwert erreicht und unterschritten. Das heißt, die Kaufposition, man sieht das durch diese gestrichelte Linie, wird hier geschlossen und er macht direkt eine Verkaufsposition auf. Die wird dann hier geschlossen, er macht wieder eine Kaufposition auf, wird hier geschlossen, Kauf, Verkauf, bla bla bla, geht immer hin und her. Also eigentlich auch nicht wirklich das, was wir haben wollen. Denn hier wird jetzt die ganze Zeit hin und her gebimmelt, das heißt, es wird ständig ein neuer Trade eröffnet, weil wir uns ja immer nach 12 Uhr befinden. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine weitere Sache machen, beziehungsweise eine Sache verändern. Und zwar wollen wir diesen Ticketwert, den Wert in der Variable Ticket, ja nur dann wieder auf 0 setzen, beziehungsweise nur dann wieder neue Positionen eröffnen, wenn wir zumindest mal in einem anderen Tag sind. Das heißt, wir wollen pro Tag nur eine Position eröffnen. Und wir können das jetzt zum Beispiel so regeln, indem wir hier das Ticket gar nicht zurücksetzen, wenn die Position geschlossen wurde. Dann brauchen wir auch dieses If-Statement nicht mehr. Wir können einfach zum Beispiel den Rückgabewert in eine Variable geben, zum Beispiel die boolische Variable. Das ist auch ein Datentyp, den wir schon kennen. Das ist einfach ein Wert, oder ein boolischer Wert ist einfach true oder false, also wahr oder falsch. Und boolische Variablen können eben diese zwei Zustände speichern, also entweder wahr oder falsch. Und diese Order-Close-Funktion gibt einfach true oder false zurück. True, wenn dieser Aufruf erfolgreich war, und false, wenn es nicht erfolgreich war. Bei uns wird es aber eigentlich immer erfolgreich sein, weil wir eine Slippage von 1000 Punkten ermöglichen. Von daher sollte es immer geschlossen werden können zum aktuellen Kurs. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. So, das heißt, wir schließen die Position an dieser Stelle, wir setzen aber nicht das Ticket zurück. Und wir können jetzt im Folgenden schauen, das machen wir jetzt hier, indem wir hier ein weiteres If-Statement drüber packen. Wir schauen, ob die Order-Close-Time gleich 0 ist. Und darüber kann man prüfen, ganz einfach, ob eine Position schon geschlossen wurde, weil solange sie nicht geschlossen wurde, ist die Order-Close-Time gleich 0. Und wenn sie aber nicht gleich 0 ist, dann bedeutet das, dass die Position geschlossen wurde. Und in dem Fall wollen wir jetzt Folgendes machen. Wir schauen, wir berechnen den Shift-Wert. Und zwar wird der Shift-Wert das Ergebnis sein von der iBarShift-Funktion. Und diese Funktion, diese Funktion gibt einen Shift-Wert zurück für eine angegebene Zeit. Und der Shift-Wert ist immer der Index sozusagen der Kerze. Das heißt, das ist der Shift-Wert 0, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also die gehen immer von rechts nach links, werden die Shift-Werte immer größer. Und die aktuelle Kerze hat immer den Shift-Wert 0. Das heißt, wenn jetzt hier eine neue Kerze kommt, dann hat die auch den Shift-Wert 0. Und dann geht es halt pro Kerze immer einen Shift-Wert weiter. Das ist ein Konzept, was man bei sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen in der MetaTrader 4 Programmierung braucht. Und so können wir jetzt über diese iBarShift-Funktion in einem bestimmten Symbol für eine bestimmte Zeit den Shift-Wert, also den
Schiffwert der Kerze zu einer bestimmten Uhrzeit berechnen. Das heißt, wenn wir jetzt hier von dieser aktuellen Kerze zum Beispiel schauen, bei dieser Kerze hier, das wäre der Schiffwert 14. Das heißt, zu der Uhrzeit 12.25 Uhr wäre der Schiffwert 14. Und wir haben ja auch eine Uhrzeit, und zwar ist die Uhrzeit bei uns die Order Close Time von dieser, von diesem Trade. Und wir wollen jetzt zum Beispiel hier für das aktuelle Symbol, für, machen wir Period Current, für die aktuelle Zeiteinheit, und jetzt kommt der Daytime-Wert, also der Zeitwert, Order Close Time, für die Schließungszeit dieser Order wollen wir den Shift-Wert haben. Und jetzt können wir mal überlegen, wenn diese Order heute geschlossen wurde, jetzt habe ich auch gerade einen Fehler gemacht. Ich will hier nicht die aktuelle Zeiteinheit nehmen, sondern die Tageskerzen. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal an, beziehungsweise hier wurde die Order geschlossen am 5.3. um 12.50 Uhr. Und wenn wir jetzt diese Zeit nehmen und wir gehen jetzt mal gedanklich auf den Tageschart, dann ist dieser Zeitpunkt, der 5.3. um 12.50 Uhr, wäre ja bei den Tageskerzen der Schiffwert 0, weil das die aktuelle Kerze ist. Ja? Das heißt, solange dieser Tag noch nicht abgeschlossen ist, den ganzen Tag über, wäre quasi der Schiffwert für den Zeitpunkt 5.3.2018, 12.50 Uhr, auf dem Tageschart wäre immer der Schiffwert 0. Und erst am nächsten Tag wäre das der Schiffwert 1. Das heißt, wir wollen jetzt hier überprüfen, ob dieser Shift-Wert größer als 0 ist. Weil wenn das der Fall ist, dann wissen wir, dass die Position am vorherigen Tag geschlossen wurde. Und dann können wir die Ticket-Variable auf 0 setzen. Okay, ganz viel Neues, wahrscheinlich auch relativ verwirrend. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was das Ganze aber für ein Ergebnis bewirkt und weshalb uns das jetzt aus dieser Misere herausbringt, dass wir ständig irgendwelche Positionen um die Ohren geballert kriegen. Ich beschleunige mal wieder bis zu 12 Uhr. Also, wir sehen jetzt hier, 12 Uhr, Position wurde eröffnet, Long-Position. Moving Average muss ich natürlich wieder anpassen. Wenn ich hier den auf 50 mache, sehen wir auch, sobald der Moving Average unterschritten wurde, wird die Position geöffnet und anders als beim letzten Mal wird nicht direkt eine neue gemacht. Es liegt einfach daran, dass wir den Ticketwert jetzt nicht zurücksetzen, sondern noch länger warten. Und wir gehen jetzt mal weiter, zum nächsten Tag. Hier an dieser Stelle würde der Ticketwert schon zurückgesetzt sein, allerdings werden Positionen erst ab 12 Uhr eröffnet. Das heißt, wir müssen auch hier wieder warten, bis 12 Uhr ist. Und hier sehen wir, es wird eine einzige weitere Position eröffnet um 12 Uhr und wird geschlossen, als der Moving Average Wert erreicht wurde. So, wir gehen mal weiter. Ich würde jetzt auch gerne mal eine Short-Position sehen. Da haben wir bisher noch gar nicht das Vergnügen gehabt. Wieder eine Buy-Position. Genau, hier jetzt mal zum Beispiel eine Short-Position mit dem Kommentar Sell Order. Und ja, die wird dann geschlossen, wenn der Moving Average Wert überschritten wurde. Also genau das Gegenstück. Genau, das haben wir jetzt quasi mit diesem ganzen Pipapo hier erreicht. Wir können Positionen schließen, beziehungsweise von vorne bis hinten nochmal. Wir schauen als allererstes, ob wir eine Order selektieren können anhand von der Ticketnummer. Wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir, ob diese Position, ob die Schließungszeit dieser Position 0 ist. Das würde bedeuten, dass sie noch offen ist. Wenn das der Fall ist, dann prüfen wir, ob es eine Kaufposition ist. Wenn das der Fall ist, dann prüfen wir, ob der aktuelle Kurs unter dem Moving Average Wert ist. Wenn das der Fall ist, dann schließen wir diese Kaufposition. Für den Fall, dass es jetzt hier keine Kaufposition ist, schauen wir uns als nächstes an, ob es eine Verkaufsposition ist. Wenn das der Fall ist, dann prüfen wir, ob der aktuelle Kurs über dem Moving Average Wert ist. Und wenn das der Fall ist, dann schließen wir die Position. Dann ist die Position geschlossen. Der Ticketwert ist allerdings immer noch größer als 0. Und deswegen wird jetzt hier geprüft werden, bei einem der kommenden Ticks, beziehungsweise am nächsten Tag dann, ob die Order-Schließungszeit gleich 0 ist. Am nächsten Tag wäre das, oder nach dem Schließen dieser Position wäre das jetzt nicht der Fall. Das heißt, wir gehen in den Else-Block, der hier unten ist. Und diesen Else-Block berechnen wir als allererstes jetzt den Shift-Wert für die Order-Schließungszeit. Das ist zu dem Tag, wo die Order geschlossen wurde, 0. Sobald wir aber einen Tag weiter sind, ist der Shift-Wert 1. Das heißt, wir prüfen einfach nur, ob dieser Shift-Wert größer als 0 ist. Und wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir am nächsten Tag sind, nach der Order-Schließung.
und dann können wir den Ticketwert hier wieder auf 0 setzen. Und dann würde ganz normal hier oben wieder beim nach 12 Uhr quasi eine neue Position eröffnet werden. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wir haben also in diesem Teil uns angeschaut, wie wir die Positionen, die wir eröffnen, auch regelkonform oder halt vernünftig schließen, sodass es auch alles sicher abläuft und wir nicht ständig irgendwelche Positionen bekommen. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Als nächstes wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie wir einen Stop-Loss und einen Take-Profit hinterlegen.